Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundeskanzler! Ich schließe mich Ihren Solidaritätsbekundungen mit Israel und Ihrer Anteilnahme mit den Opfern ohne jede Einschränkung an. Mein Mitgefühl gilt auch den Opfern dieser terroristischen Gräueltaten. Ich halte es für wichtig, was Sie besonders betont haben, nichts unversucht zu lassen, dass sich dieser Konflikt nicht zu einem Flächenbrand in der ganzen Region entwickelt. Der von Kevin McCarthy getätigte Ausspruch, ich zitiere: Hamas ist eine Marionette des Iran. Sie rühmen sich, dass der Iran ihnen beim Angriff auf Israel geholfen habe. Wir müssen uns dieser neuen Machtachse stellen. Dies ist eine Achse des Bösen, bestehend aus Iran, Russland und China. Wenn man dieser Logik folgt, ist es nicht weit zu wissen, warum dort riesige Flugzeugträger jetzt aufkreuzen. Wir brauchen keinen Krieg im ganzen Nahen Osten, in den wir auch noch mit hineingezogen werden. Ich unterstütze ganz besonders alle Bemühungen, mit den Kräften, mit denen Deutschland reden kann, zu sprechen, um einen Krieg zu verhindern. Und in Deutschland müssen wir alles gegen den Antisemitismus tun, richtig. Aber da muss auch der Sumpf der Finanzen ausgetrocknet werden, der über die UN dorthin gelaufen ist, in diese Region, und der über das Außenministerium immer noch weiter fließen soll. Schluss damit! Kein Geld für den Terrorismus aus Deutschland und auch die Mittel, die wir an die Ukraine liefern, keine Waffen indirekt in Konfliktgebiete. Vielen Dank.